Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Chaos-Kanal bei Svenny, ne? Hier in der Baumverladungskrimi. Ja, wir sind ja hier letztes Mal gestrandet. Haben wir angefangen schon. Unser Scheunbusiness zu planen und fertig zu kriegen, ne? Wir müssen aber noch den Rest Holz aufladen. Das muckt wie ihm zusammen, ne? Nachdem ich den Wagen ja so intelligenter hingestellt habe, klappt das natürlich super, ne? So, Lanze. So, hier, so hier. Ach, ne, war richtig. So ein bisschen vorsichtig fahren hier, du. Wenn du einen richtigen Gang reinmachst, kannst du auch fahren. Ich glaub, wir nehmen erstmal den da weg, wa? Weil den wollte ich ja eh. Ja, kommen wir so dran, wa? Diesmal machen wir sofort mit. So, guck mal, passt, passt, passt. Wie für uns gemacht. Da kriegen wir schön im Winter einen warmen Hintern von, wenn wir das verkaufen an andere Leute, ne? Oder? Ja, läuft. Ja, ab und zu mal neben dem Mikro hergucken. Oh, 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 ob das zu gut ist hier. Jetzt heute nicht mit der Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. So, das läuft aber gar nicht schlecht. Macht auch Spaß, ey. Kann ich euch empfehlen. Dieses kleine Moped macht richtig Laune, echt. Cooler Sound. Hat's mit Arbeiten. Da kannst du mitarbeiten, echt. Ne, guck mal. Dass also günstig ist, was ich hier mache, weiß ich auch immer noch nicht. Ja, falscher Knopf. Oh, der ist liegen, der ist schon gut. Das läuft. Das läuft nur. Kann man nicht auch hier lang fahren? Ja, geht ein bisschen besser, wa? Nicht wirklich. Zack, direkt das Molles mitnehmen hier, du. Ich glaube nicht, dass wir da so viel drauf kriegen, wenn ich das so lade, ne? Nee! Der Kandidat hat 100 Gummipunkte, Mann. Irgendwas muss ja auch passieren, ne? Ich hab die zu kurz geschnitten, ne?
Ja, wenn man sich so ein bisschen konzentrieren muss, ist mit Reden nicht so schickifolny, ne? Ich habe die zu kurz geschnitten, das ist das Problem. Wir werden jetzt alle runterfallen wahrscheinlich. Oder wir müssen es wegbringen. Ne? Das ist noch ein bisschen früh. Auch nicht so ganz sicher. Muss jetzt gehen. Nicht schön. Ich glaube, das war nicht so eine gute Entscheidung der Wolken. Oder die Schnittlänge war nicht so prickelnd. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Die Schnittlänge. Oh, die krieg ich doch niemals von hier so darüber gedrückt. Oder? Ich hab nichts gesagt. Voll, ne? Hier liegt nur ein ganzer Baum. Einer nein. Da gibt ja was an Gemüse, wa? Krass, krass, krass. Müssen wir auch mal gucken, ob unsere Männer es denn noch alle mal lokal sind, oder? Läuft langsam hier rum, ne? Hier durch den Busch, ne? Hier so rum. Hier so durchgezirkelt. Da so hin, dann ist der Wagen voll. Toll. War ja ein blöder Spruch von mir, wa? Bleib da liegen. Wagen ist voll. Toll. Muss ich da doch wieder an der Seite staubeln, ne? Hier wollte ich eigentlich wohnen. Naja. Das muss hier aber erst weg. Hier geht kein Weg dran vorbei. Weil wegen, wir wollen ja die Halle irgendwann hier hin platzieren. Falls es noch in diesem Leben klappt, wäre toll. Hoffentlich passt das nachher, ey. Hoffentlich mache ich mir hier nicht zu viel kaputt und alles. Das wäre nicht schicki von mir. Rückgewagen kaufen, ne? Ja, ich glaube, wir kaufen eben noch einen Rückgewagen. Ist ja gar nichts drauf. Nee, wir kaufen jetzt nicht einen Rückgewagen. Kann ich immer noch kaufen? Muss auch mal arbeiten. Geschossen, ne? Ja, ist auch so ein Wuchtbrummer, ne? Oh, so geht's auch. Hast du gesehen? Als ob ich's geplant hätte. Nicht. Oh, nee. Das war nicht so günstig, wa?
Aber die liegen erstmal. Gleich eine Stückenfräse organisiert und dann zack, zerab, zup, pup, pup, dann ist das hier fertig. Das waren drei Bäume. Ist auch wohl ein bisschen krass, was da wohl zusammengekommen ist, wa? Die denken sich auch, was macht der Bekloppte da im Wald mit seinem Röchelmoped? Aber es muss sein. Das läuft echt gut. Ist zwar jetzt nicht das Spannendste, aber muss gemacht werden. So, da hinten liegt doch noch was, ne? Oder brauchen wir aber gleich einen großen Schlepper, wa? Wenn wir die Stücke nur wegmachen wollen. Das gibt viel Brennholz. Das zeigt euch. Da macht er noch ein Liegerchen, ne? Da vorne. Ja, 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 ja. Ich sehe es. Und ich glaube, wir können jetzt gleich erst die Stuppenfräse. Ich habe ihn nicht berührt. Stuppenfräse organisieren. Muss man doch mieten, ne? Ein Schlepper erstmal. Oh, das ist auch wieder so ein Langmarschi. Passt aber nicht mehr auf den Wagen, ne? Jetzt hätten wir den da schön noch mit draufschmeißen können. Nur das fehlt nichts. Na, nimm doch erstmal alles mit, Sven. Kein Ding. Macht den Schlepper nichts. Von hier oben. Nee, der liegt nicht richtig. Jetzt aber halt! Alter, nein! Liegt der da über die Runge? Mach mal auf! Hey, Kollege! Kann er nicht sehen. Nix, da kannst du so mit über den Stuppen fahren, hast du gesehen? Leider nein. Das ist kein Zeichen mehr. Hier lag doch nur Holz, oder bin ich jetzt deppert? Wo lag das denn? Lag hier nicht nur Holz? Ist schon alles weggeholt? Wolltest du mir jetzt veräppeln, oder was? Hier müsste nichts mehr liegen, wa? Tatsache, alles weg. Cool. Mal hier im Spanngut rum. Bringen wir das eben schnell fix weg. Na, sicher ist sicher. So. Macht hier nichts, ne? Gucken wir mal, was hier an der Seite steht. So, da kann er jetzt porken. So, wir müssen eben... als Klo, ne? Du weißt, was du da machst, oder? Nicht wirklich, ne? Jetzt passiert das jedes Mal, oder was? Dann kriege ich aber los Föhn aus.
ansehen. So, Stumpenfräse kaufen wir. Die brauchen wir ja später. Die brauchen wir später. Ich kaufe die. Die war gut. Kaufen. Ist auch gar nicht teuer, ne? Nein, oh. Schlepper brauchen wir da mal ausnahmsweise einen schönen großen für, ne? Sehe ich schon schöne Schlepper, ne? Den bin ich noch nie gefahren. Sollen wir den einmal fahren? Nee, wir brauchen den... Nee, ohne Gewicht hier. Ist das? Was ist das hier alles? Kann man da keine Fronthydraulik dran machen? Was ist das denn? Nee, Fronthydraulik. 3 Punkte, ja. Mieten. Ich muss doch nur da meine Stuppen wegkriegen. Ja, nein. Boah, ein Moped, wa? Oh, Schmalspurpellen dran. Der hat Bock. Der hat Allradlenkung, ne? Nix direkt. Der hat richtig Bock, wa? Der hat Bock. Kommen wir damit unter der Brücke durch? Oh, 100 Meter Platz, du. Passt schon. Habe ich schon von vornherein gesehen. Deswegen habe ich ja nochmal vorsichtshalber nachgeguckt. Dreht mich hier irgendwann nochmal um Kopf und Kragen, ne? So, ab hier durch den Feldweg mit Klaus. Zerion. Wir klären uns hier alle für Malleballe. Da kann man Dünger verkaufen, habt ihr gesagt? Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Meine Pedale sind auch wieder sonst wo, aber nicht da, wo sie sein sollen, ne? Wir können auch hier lang irgendwo reinheizen, oder? Halt mal an hier. Soll ich ihm 3 Stuppen wegmachen? Ist nicht unser, keine Panik. So weit kommt bei uns nicht auf den Hof. Nee. Ist mir zu unbüßig. So, Freunde der Stuppenfräse. Jetzt geht's euch hier an den Kragen. Mal hier außen an sich. Drei Stuppen waren hier, ne? Das ist keine. Das ist eine. Direkt Moorboden mit weggefräst, ne? Das ist aber auch ein Moped, ne? Nur ein ist da noch, ne? Wenn noch einer muss, aber der nicht Schluss. Bevor mal Wächter. Oh, da ist was liegen geblieben. So, halt mal an hier. Irgendwie nur so ein bisschen aufholen, ne? Hier lacht doch eben auch irgendwo was. Wo lacht das denn? Da. Nix verschenken hier. Was alle teuer Geld. Da war doch noch so ein Teil. Hier lag doch eben noch so ein Schnipsel rum. Da! Ich würde sagen, bin ich noch nicht doof. Kostet alle Geld. So, jetzt müssen wir erstmal zwischenspeichern, ne? Weil wegen die Sicherheit. Also die muss ungefähr noch da, ne? So dahin. Erstmal speichern. Wenn es dann in die Hose geht, können wir nämlich aufhören und nochmal anfangen. Danke. So, jetzt machen wir P wie bauen.
I don't know. Hoffentlich geht das gut. Ich bin mich da noch nicht so sicher. Kann man hier noch F1 anmachen? Danke. Das Moped wollten wir, ne? Oh oh. Hier so? Ich glaube, das hat fast geklappt, wa? Ja, fast, ne? Ne, das passt so ungefähr, oder? Hier so ein bisschen eben drüber glätten. Nee, ich wollte... Ja doch, da muss ich ja hin, wegen Landschaftstool, ne? Hier war doch glätten. Ne, das ist glätten, ne? Guck mal, das passt fast. So wie für uns gemacht hier. Guck mal! Tun wir hier noch so ein bisschen eben. Malen. Ich hoffe, der Kalle verzeiht mir, dass ich seine Map verschandeln hier. Habe ich den hier umgedreht, ja? Nein! Mach doch mal richtig hier! Geh her! Was ist das? Ist so much? Warum malt ihr so komisch? Hier noch so lang? Guck mal. So sieht das doch gar nicht so schlecht aus, oder? Sag mal. Oh oh. Ich glaube, Houston, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Was ist das denn hier? Okay, ist mir jetzt egal. Kannst schon mal haben, ne? Boah, was ist denn hier hinter noch? Guck mal, da kannst du sogar noch was hinterfahren. Ey, das ist ja perfekt, wa? Kannst du hier noch was hinterstellen? Was ist das denn für ein Bombenmoped? Kannst du Stroh und Heu einlagern, wenn du willst? Das stört mich jetzt nicht. Bin ich ja ganz ehrlich. Also, wen das jetzt hier stört, ne, weiß ich auch nicht. Da kommt doch ESO. Mähdrescher, Forstmaschine. Sowas soll doch hier rein. Guck mal, mach's hier auf. Zip, zip, ab, fährst das Moped rein, fertig. Kann hier noch ein Schwader mit rein. Echt perfekt, oder? Jetzt sagt man ganz ehrlich. Läuft doch. Guck mal. So wie für uns hier gemacht. Oder? Siehst du auch nicht so von der Straße aus, ne? Oder? Nee, ich finde, das ist gar nicht so schlecht geworden. Hier noch zwei, drei Bäume hingepflanzt. Zur Not kannst du hier noch so einen kleinen... Nee, hier könnten wir noch so einen kleinen Shoppen hinpflanzen, ne? Weißt du? Aber muss ja auch alles nicht. Mir geht's darum, dass der Mähdrescher und der Schwader im Winter drinnen stehen. Dies Forstmoped hier oder so, das können wir ja immer noch mal wieder verkaufen, aber so... Finde ich, ist das gar nicht schlecht. Nee, nicht verkaufen. Bist du des Wahnsinns? Machen wir doch nicht die ganze Arbeit und verkauft das Ding wieder. So, dann können wir hier irgendwie noch zum Weg machen, ne? Müssten wir schon machen. Gehen wir hier rum. Lass den Sven immer noch da gucken. Ne, das machen wir hinterher. Das lasse ich erst so. Ne? So. Soll ja eben nur hier so ein bisschen rumgehen. So, reicht schon. Fertig, schnell speichern. Zap, zap, ab. Das haben wir auch geschafft. Perfekt, oder? Leute, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das war doch gar nicht so uncool. Kaufen wir uns noch so ein Pflanzmoped. Pflanzen da später Bäume drum. Ja, das brauchen wir.
Den können wir dann wieder verkaufen. Das... Sollen wir das kaufen? Ja, kaufen wir. Ja. Und dann gehen wir hier auf Palette. Palette. Hier, das Zeug brauchen wir noch. Fichte. Ja, kaufen wir 2 Stück. Nee, Fichte. Kaufen. Guck mal. Ich finde, die passt hier gar nicht so uncool hin, ne? Du kannst hier hinterher noch Heu oder Stroh einlagern. Läuft. Perfekt. Oh, du bist fertig, ne? Bleib mal eben stehen. Ne, jetzt läuft, ne? Gut. Ja, dich muss ich eben beiseite stellen. Oh, da kannst du auch nur mit einem kleinen Huflader rein, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Direkt ja alle kaputt gefahren hier. Ne, hier müssen wir jetzt woanders hinstellen. So schnell brauchen wir das Ding ja auch nicht wieder. Kann das da ganz hinten in die Ecke, ne? Guck mal, da passt unser Dreschkasten 5-mal rein. Sollen wir den eben zum Pflanzen nächstes Mal nehmen? Ja, der jetzt. Obwohl der ist so riesig, ne? Siehst du schlecht, wenn du fährst, oder? Komm, wir nehmen den nochmal einmal zum Pflanzen. Dann passt das. Nichts passiert, Profi. Nee. Nehmt das nicht immer so ernst, wenn ich Profi sage. Ne? Ich bin kein Profi. Ich spiele nur gerne. So, jetzt aber zapp, zapp, ab, schnell. Ha! Das hat ja geklappt, wa? Können wir uns einen drauf einbilden. Richtig gut. Hier machen wir auch, glaube ich, ein kleines Forstgebiet hin, ne? Muss aber auch früh einen Anker schmeißen bei dem Moped. Das ist nicht zu unterschätzen. Perfekt. Ich bin zufrieden. Hallo? Ich hab das gesehen. Mal schön pflanzi pflanzi im Wald. So. Können wir da eine hinten drauf schmeißen oder so? Oder 2? Fangt mal eben an. Geht das? Irgendwie? Ich glaube nicht, dass das geht. Doch nicht da! Oh, Svenny. Nicht da. Nee, lass mal stehen. Das wird nichts. So, liebe Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!